alle Tannenbäume gehen hoch! Okay. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Huch, so. Genau, wir bauen heute, wer es erahnen kann, einen Tannenbaum auf! Ja. Diesmal nicht aus Klopapier. Diesmal nicht aus Klopapier. Wir hatten uns lange überlegt, wieder einen echten oder einen aus Plastik. Oder Wachs ist das jetzt, glaube ich, sogar, oder? Irgendwie so. Nee, das ist Plastik. So Spritzguss irgendwie. Ja, Spritzguss, genau. Und die sind zwar nicht so ganz günstig, aber wenn man sich so das mal überlegt, was so ein Baum kostet, der dann da nur ein paar Wochen steht und dann abgegammelt ist und dann wirft man den weg, haben wir uns überlegt, wir versuchen es mal mit einem Plastikbäumchen, einen hochwertigen Plastikbaum, also nicht einen, der 20 Euro kostet, sondern wirklich einen etwas besseren Baum. Genau, diese billigen für 20 Euro oder so, die haben so Plastik... Eigentlich nur Plastikfäden. Ja, also ganz komisches. Und das hier ist so ein Spritzguss, ja, was wirklich Nadeln imitiert. Schau, der hat hier teilweise sogar so braune Stellen und die Äste sind braun. Also es sieht schon, aus, abgesehen davon, dass es glänzt, einigermaßen realistisch aus. Ja, schauen wir mal. Sieht gut aus, fühlt sich auch gut an. Ich habe gelesen, er soll sehr stinken, aber finde ich jetzt gar nicht. Not smell. Nee, stinkt nicht. Wirklich nicht. So, dann aufbauen. Würde ich sagen, aufbauen. Ach, da schon, da sind sogar Handschuhe dabei, das habe ich gelesen, weil die so, weil der so eine Wachsschicht oder so drauf hat. Bing, 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 bing. Sehr lustig. Guck mal. Eine bebilderte Bauanleitung. Boah. Erfinden Sie in unserem Online-Shop. Also, okay. Bin fertig. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Mit seinem Weihnachtsbaum. Also von hier finde ich, sieht echt nicht schlecht aus. Das ist schön krass, ist ja. Bisschen, also die Zweige sehen echt gut aus. Man sieht halt, wenn man hier reinguckt, sieht man natürlich, der Stamm ist grün. Aber sonst von weiter weg hier nicht verkehrt. Nicht schlecht dafür, dass man jedes Jahr dann denselben Baum hat. Den perfekten Baum. Na dann lass ihn mal behängen. Ja. Ist ausgegangen. Schönes Haus. Wir brauchen echt mal einen Stern. Wir haben keinen Stern oder so eine Spitze oder sowas. Meine Kugel auf und steck sie hier oben rein. Tada! Das sieht voll bescheuert aus. Jetzt haben wir eine Spitze, aber sieht komisch aus. Sieht komisch aus. Sieht aus wie diese Kugel im Garten. Stimmt. Schöner als unser Baum letztes Jahr, weil der schnell vertrocknet ist. Ja, nein, der ist wirklich sehr gut. Also, wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann sieht man es. Aber so jetzt, ja, wenn man sieht man es nicht wirklich, dass das ein unechter Baum ist. Nee, an den Zweigen gar nicht. Ja. Voll der sieht krass. Echt schön aus. Und er sieht nämlich, was wir auch wollten. Ja,
Geh weg. Er sieht nicht so perfekt aus. Ja, das stimmt. Welche, die sind dann so eine perfekte Pyramide. Und der hier sieht man ja hier zum Beispiel, der erste ist dann mal ein bisschen kürzer, der da oben ist dann wieder ein bisschen länger. Und auch hier, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und das macht es halt einfach natürlicher, weil kein Baum wächst in so einer perfekten Pyramide. Normalerweise nicht. Und dann kann man hier noch ein bisschen so, zack. Und wenn man ganz sagt, der Baum ist viel zu gerade, dann kann man ihn auch umknicken. Nee, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Da ist ja hier Metallstangen drin. Ach so, die kann man ja auch biegen. Ach so, ja gut. Nein, wirklich ein sehr schöner Baum. Ja, Fazit, geiler Baum. Definitiv nicht schlecht. Er könnte wirklich könnte ein bisschen mehr Äste geben, ja. Aber ja, ist schon okay. Und der Entschuldigung. Ich wollte sagen, der ist jetzt 1,20 groß und hat gekostet. Ich hab's vergessen. 100, glaube ich. 100, ja, irgendwie so. Genau. Und in der Beschreibung, wollte ich gerade sagen, ist ein Link zu dem Baum. Wenn ihr sagt, das könnte vielleicht auch was für mich sein, dann könnt ihr euch das ja mal anschauen. Nadeln wirklich top, also wirklich echt krass. Auch die Äste so dazu, von den Nadeln hier, die sehen sehr, 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 sehr authentisch aus. Auch, dass so braune Stellen sind und so. Also das ist wirklich mega, mega, mega krass. Die Äste selber, der Stamm in der Mitte, war... Sie haben sich Mühe gegeben, aber das hätte man besser machen können, definitiv. Ja, es ist halt immerhin grün gemacht, damit es optisch nicht so auffällt. Das ist schon mal was, aber... Ein bisschen buschiger könnte er wirklich sein, vor allem unten, finde ich. Ja. Also oben passt es eigentlich, aber unten, finde ich, da kann man schon oft sehr gut reingucken. Aber ich denke mal, so im Alltag wird man da auch nicht mehr so drauf achten, sondern man wird den einfach als Gesamtes sehen und so als Gesamtes sieht er einfach wirklich gut aus. Ja, finde ich auch. Und wenn man bedenkt, dass wenn so ein Baum dann irgendwo... dann auch, keine Ahnung, 20, 30 Euro schon kostet und das hat man dann dreimal, also in 3 Jahren hat man das dann auch schon wieder zusammen und den kann man jedes Jahr wieder rausholen. Vor allem, wir haben letztes Jahr einen für, ich glaube, 15 Euro oder so gekauft und der war halt nach 2 Tagen so ungefähr schon vertrocknet oder sagen wir nach einer Woche. Ja. Wir haben den ziemlich früh gekauft, weil wir dachten, ja, die Zeit bis Weihnachten, weil nach Weihnachten ist ja Quatsch. Das und dann war der gleich vertrocknet und sah halt einfach nicht mehr schön aus, das war voll schade. Ja, ein bisschen Wachse kriegt er. Aber das ja, aber nichts. Kaum noch was. Ja, jo, ich finde den echt schön. Sehr schön. Den stellen wir nächstes Jahr auch wieder auf. Auf jeden Fall. Ja. Dann kaufe ich mir lieber neuen Weihnachtsschmuck als einen Baum. Das stimmt, ja. Dafür kann ein Baum mehr überleben. Genau. Und ich muss keinen fällen. Genau. Stehen tut er auch. Super. Und bezahlt ist er auch für die nächsten paar Jahre. Genau. Wollen wir uns nächstes Jahr keine Gedanken mehr machen. Genau. Können wir gleich bis nächstes Jahr stehen lassen. Ja, genau. Und man muss ihn nicht entsorgen. Stimmt, weil wir sind immer zu spät dran und dann wissen wir nicht mehr, was wir damit machen sollen. Der Baum vom letzten Jahr liegt immer noch unten. Zwar klein geschnippelt, aber er liegt noch da. Leo, stopp jetzt. Ja. Genau. Ja, lasst ein Like da, wenn ihr den Baum auch cool findet. Und ja, natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat, wenn das doch auch was Like da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss.